Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla. Und wir müssen, ja, wie man schon sieht, die Feder rupfen und dem Mädchen folgen, das wir in der letzten Runde, ja, dass sie uns eigentlich mal so angenehm willkommen hieß. Aber... Na los, du Bengel, gib den Apfel zurück! Apfel? Wir sollen ja mal die Kinder... Ich hab nichts gestohlen! Nimm deine fetten Hände von mir, du Tümpelratte! Hey, hallo, Kindchen! Du stehst Äpfel, hm? Äpfel reichen nicht, ich wachse! Hast du vielleicht Hühnchen? Nein, aber vielleicht kannst du mir sagen, was du über die Feder weißt. Die Feder? Gott, bist du mutig! Finde Elwin und Wigbert, die sehen hier alles. Na dann, drauf losgekackt. Gibt's noch mehr? Hier hinten gibt's noch Kinder, ne? Können wir die noch befragen? Nein. Aber die da unten. Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Batschi, Batschi, Bockbein. Mich kriegst du nicht. Bei Gott. Da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrin schaufeln. Na toll. Müssen wir dem Mädchen hinterher rennen? Ich denke ja. Auf der Mine in Paradisum. Pax Eterna. Ach so, wir sind schon im Gebiet. Oh, Entschuldigung. Überblicke das Land, Freundin. Da hinten ist es. Ich dachte schon, ne? So, ah, da unten. Wir sehen schon eine Sprechblase, da muss es doch sein. Jetzt geht's. Du schon wieder? Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwin? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wigbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwin. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Wie wär's, wenn ich euch etwas Geld gebe, damit ihr euch im Wirtshaus besinnungslos trinken könnt? Abgemacht. Besser als euch dreckigen Belgern nachzurennen. So haben wir es einfach gelöst. Ha! Geschieht ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Das waren die Lakaien der Feder. Sehr gerissen, ihnen Geld zu geben. Jetzt sind sie zu betrunken, um sich mit dir anzulegen. Dann verdankst du mir wohl dein Leben. Sie ist mutig und stark. Vielleicht kann sie uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihr, was du gestohlen hast. Vielleicht kann sie uns retten. Viel Glück, Dänen. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Verstümmeln werden wir uns nicht. Und wir haben nun die Feder. Das war genau die, die wir vorhin hatten, ne? Jetzt geht's aber mal los hier. Ne? Die Sichel haben wir. Hill, da ist also die Feder. Und hier haben wir auch schon drei Stück. Was, Äbtissin? Äbtissin Ingeborg? Wusste ich gar nicht mehr. Okay. Dinge geschehen, Dinge passieren. Der hier hat man... Gorm...
relativ früh und die Dame Folke war ja alleine. Nun geht's hier an den Kollegen an den Kragen, die Harke und Hilde hat man auch schon eliminiert. Die Feder, die Person befindet sich oft in der Kloake von Winchester. Na gut, dann gehen wir in die Kloake. Wie geht, warum stinkt die denn eigentlich so? Naja, ist ja logisch, weil sie in der Kloake rumhängt. Warum sonst? Naja. So, die 100 Meter kriegen wir hin. Dann müssen wir ja irgendwie durch sein. Sieh mal nach, Sühnen. Ich denke nicht, dass es hier rein sein. Doch, hier, ne? Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. So, ist die Fackel eine gute Sicht? Keine Ahnung. Nur dann machen wir mal schlicht und einfach ergreifend. Hallo? Ja, du bist ja ein guter Fuchs, ne? Hallo, erste Person. Ich habe heute gar nichts bekommen. Okay, die bekommen was. Es gibt nie genug zu essen. Ich hab immer Hunger. Warum seid ihr hier unten? Ich mag schöne Sachen. Aber Magister alle sind Warte tot. Sagt, deshalb muss ich auf der Straße leben. Hallo. Ich werde König Elfred heiraten und dann wird er mich aus diesem Loch rausholen. Gut ambitioniert, meine Damen. Ja, toll. Haben wir sonst noch irgendwo was? Und warum sind die hier eingesperrt, ne? Oh. Die können vielleicht trotzdem raus, ne? Hey, Moment. Ach, das war ich? Warum hatte der Angst? Hallo? Ja, ich heile, du nicht, ne? So, dann haben wir die Runde gewonnen. Hier gibt's nichts zu tun. Oh. Hallo. Shit. Ja, jo. Da ist es nur so ein bisschen weh, tut's immer. Wo ist sie? Ist sie hier plötzlich so leise? Generell ist sie wirklich plötzlich so leise, ne? Also. Na gut, dann mal runter. Da ist sie! Dumme, dumme Dänen. Weiß nicht, dass sie eine Frau sucht. Na, na, Elvin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt, und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Nicht gut. Du bist Schweinefutter! Ja, Alter! Goliath! Schwache Geschlecht. Alfred, möge dein Dach mich schützen.
alles gut. Und den Tod bestätigen wir. Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling, du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann. Oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten, würde ich es tun. Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Mein Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Godwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Dann tun wir dies. Sind die Kollegen noch da unten oder so? Hallo! Symbole, das in uns zu nehmen, hat schon seine Vorteile. Reicht die Silber. Lernstätte? Und hier oben sieht es aus, als würden Kinder... Hier oben nimmt sie immer die Kinder her, ne? Das, oder Kinder... Hier nahmen sie die Kinder her, so rum. Nun müssen wir Godwin Bericht erstatten. Und das tun wir offenbar in der nächsten Runde, denn es ist ja schon wieder langsam irgendwann Zeit dafür, um aufzubrechen, um eine neue... Wie einen neuen Weg in Real Life zu finden, denn nicht nur alles verbringt sich hier vom Computer, viel aber, ja, nicht alles. Und man sollte es ja auch nicht, Sackgasse hier, das ist eine riesengroß ist es nicht, ne, wie Notre Dame und so im letzten Assassin's Creed, aber das Münster, guck mal hier, kommen wir hier irgendwie durch? Nee, bestimmt nicht, das ist die Sackgasse hier. Oh mein Gott.
Hätte gedacht, ja gut, dann gibt es vielleicht einen Seiteneingang oder so, kommt man durch, aber offenbar nicht. Naja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn es heißt, wir gehen, wenn wir stehen oder so in der Art. Danke sehr fürs Zuschauen. Das war's. Vielen Dank. Tschüss und ciao.